Nach Worten des US-amerikanischen Generals Robert Neller sollen sich die Streitkräfte des Marinekorps der Vereinigten Staaten auf einen verdammt großen Kampf, Biggest Fight, vorbereiten. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Aber es wird Krieg geben. Vergesst nicht, warum ihr hier seid, sagte der oberste General der Marinestreitkräfte in Norwegen vor 300 Soldaten bei einem Truppenbesuch. In der Nähe von Trondheim sind Soldaten der US-Armee seit Januar stationiert, um die NATO und das europäische Kommando der USA zu unterstützen. Sie trainieren dort etwa den Kampf unter widrigen Wetterbedingungen. Mehrere US-Medien berichten über die Ansprache des Generals. Als Mitglied des sogenannten Joint Chiefs of Staff ist er im Pentagon für die Notfallplanung zuständig. Nellers Sprecher teilte mit, das Zitat habe sich nicht auf einen konkreten Gegner bezogen, sondern sei dazu gedacht gewesen, die Truppen zu motivieren. Nellers Äußerungen sollten die Soldaten dazu anspornen, weiter hart zu trainieren, sagte er. Denn der Gedanke an einen bevorstehenden Krieg motiviere die Soldaten, sich vorzubereiten. Ich kann mir keinen professionellen Militärführer vorstellen, der seinen Soldaten vorschlägt, nicht an einen Konflikt zu denken, sagte Nellers Sprecher der Washington Post.